Ja, liebe Freunde, ich habe mir heute nochmal gedacht, ich zeige euch heute nochmal, wie man die größte Stadt der Welt baut. Ne? Weil viele setzen immer darauf, Die ja, Zukunft ist die, von die, der ne, ich will Gegenwart das, ich verhandelt. will den größten haben. Ne? Das ist so die Männlichkeitsmethode und ich zeige euch heute mal, wie das funktioniert hier. So, das habe ich bei mir nochmal extra zurückgespult und werde dementsprechend das jetzt hier mal alles einplanen. Weil das ist eigentlich kein großes Geheimnis, wie man das Schiff ist eigentlich von der anfangen Gegenwart muss. Ich zurückgekehrt. muss jetzt hier nämlich erstmal außen ungefähr mir eine Linie ziehen, damit Ihr ich das Schiff hier ist von alles der erstmal Überfahrt wieder zurückgekehrt. einplanen kann. Und dann später die Außenbereiche auch mit Häusern, weil wenn ich die größte Stadt der Welt bauen will, oder ne, die größtmögliche Einwohnerzahl, müsste ich das jetzt auf jeder Insel hier machen. Ich mache es jetzt aber nur einmal vor, damit jeder das hinbekommt. Ihr Na? Schiff ist von der So, Überfahrt ich habe mir auch schon mal zurückgekehrt. einen Anfangspunkt gesucht, weil grundlegende Regel ist, wir brauchen jetzt überall ein Rathaus. Zwar plane ich das jetzt erstmal alles in einem schönen Quadrat, Diese Stadt zieht helle Köpfe damit ich magisch an. das hier alles hinbekomme. Geh mir jetzt nicht auf den Sack, das ist mir jetzt Ihr gerade alles Schiff ist egal. von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Spielstand gespeichert. Und weil wir natürlich das Maximale rausholen wollen, merkt jetzt auch jeder so langsam, worauf ich hinaus will. Ich will nämlich Äußerst mit allen anziehungsreich, Items, ne, atemberaubend probieren, das optisch. hier ordentlich auszufüllen. Das heißt, wir brauchen jede Menge Einfluss. Das ist schon mal klar. Na, genau, da fehlt jetzt gerade der Dings. Na gut, dann lassen wir es gerade erstmal so machen. Klappt schon irgendwie. Bauen wir den erstmal hier hin. Damit ihr schon mal eine Vorstellung habt, was das werden soll. Ich brauchte jetzt nämlich, ich wollte das eigentlich bei meinem Baumeisterspielstand machen. Aber ich habe da leider noch nicht das Bankhaus und so Ich hoffe, freigeschalten. ihr Und es vertraut. macht sich jetzt einfach besser, wenn ich das euch schon mal alles vorbaue, damit ihr so eine ungefähre Ahnung bekommt, wie das dann aussehen soll. So, das ist jetzt so mittlerweile das. Also effizienter geht's nicht. Also wenn sich jetzt einer behauptet, er kriegt's besser hin, dann, ne? Dann will ich mal sehen, wie er die noch näher beieinander stellt. Weil die Radien, die sind festgelegt, die können wir nicht besser machen. Das geht nicht mehr. Ne? Wir stellen die jetzt so dicht an dicht, wie es geht. So bleiben im Prinzip so zwei, drei Häuser in der Mitte vielleicht frei, die nichts bekommen. Ne, hier müssen wir dann mal gucken, wie wir das hinstellen. Wahrscheinlich muss ich da dann die Linie verschieben. Damit wir das jetzt hier auch noch hinbekommen. Weil wir müssen jetzt alles flächendeckend mit diesen Rathäusern vollbekommen. So, da wir nur Investoren brauchen, na, können wir das schon mal so ungefähr einplanen, was wir brauchen. Wir brauchen das Bankhaus. So viel ist schon mal klar. Ich gehe mal davon aus, dass wir es probieren, dass alles, dass alle mit allem zufriedengestellt werden können. Ne? Bankhaus ist so Die eine Sache. Feierlichkeiten Ich sind würde jetzt beendet. mal Pi mal Daumen behaupten, hier ungefähr würde das Die passen. Attraktivität ihrer Stadt hat Ja, sich mal gucken, dass verringert. wir das irgendwie so einbauen, dass wir das in den Zwischenraum packen hier. Man muss dann am Ende gucken, wie weit das jetzt hier alles geht. Weil wir können ja auch einmal ein Item reinpacken, um eben das Bankhaus zu verstärken. Na, da muss man dann echt überlegen. Das könnte mit den Items echt eine Sache sein, wo man dann überlegen muss, ne? Weil ich kann jetzt ja hier reintun mit 30% mehr Einwohner und da gibt es noch eins mit 40%. Und das sind so die Dinge, auf die wir jetzt, ne, Wert legen, dass wir eben halt die Einwohnerzahl damit buffen, ne, mit diesen ganzen Items. Deswegen bauen wir das hier so aus. So, dann bauen wir natürlich noch ein Clubhaus in der Nähe, das ist klar. Ne, Krankenhäuser und so können wir mit in die Zwischenbahn einbauen. Universität, glaube ich, brauchen wir nicht, ne? Investoren, war das jetzt richtig? Kontrollieren wir uns selber. Wir brauchen Strom auf jeden Fall. Die Frage ist, könnten wir auf Strom verzichten? Das würde mich jetzt interessieren. Können wir auf Strom verzichten? Wenn wir jetzt den Strom Zieht die ausstellen. Bremse. Wenn wir den Strom ausstellen, würden wir 8 Investoren verlieren. Wir brauchen aber erstmal, brauchen wir ja Strom, müssen wir ja haben.
Aber der wäre jetzt doch trotzdem ohne Strom, wäre er doch jetzt erstmal zufrieden. Das heißt, wenn wir ohne Strom arbeiten, können wir das viel besser einplanen. Vielleicht ist diese Insel ja noch unberührt. Ja, gehen wir diese nicht auf den Insel Sack. müsste. Hat der jetzt hier. Die jetzt hier oben gebaut? Ne, die bauen jetzt bei mir in der neuen Welt. Entschuldigung. Ist aber egal. Gut, also wir könnten theoretisch ohne Strom planen. Fehlen uns natürlich 8 Einwohner. Aber das kriegen wir dann durch den Platz wieder raus. Aber wir brauchen natürlich zum Anfang erstmal Strom. Na? Wenn wir jetzt also die Zuglinie planen, planen wir die also auch provisorisch ein. Wir nehmen die also komplett raus. Keine Stromlieferung zum Ende mehr. Weil der Aufwand ist höher als der Nutzen. 8 Leute, das kriegen wir durch Items und durch den Platz wieder raus. Weil man muss ja mit rechnen. Ne? Hier zwischen laufen ja dann überall Schienen nachher. Ne, das ist ja nicht so schön organisiert wie hier jetzt, ne, sondern in der alten Welt müssen die ja dann auch durch die Häuserblöcke laufen. Und 8 Einwohner pro Haus. Ne, da, ich glaube, dass es sich rechnet, wenn wir ohne Strom arbeiten. Das wäre das Einzige, was wir nicht nutzen, weil, ne, wie gesagt, wir legen nicht darauf, dass wir Leute mit allem versorgen, sondern dass wir eben halt schaffen, die höchste Einwohnerzahl zu kriegen, ne? Dazu brauchen wir dann natürlich auch das Geld nicht. Bankhaus nicht unbedingt. Brauchen wir eigentlich alles nicht. Die Frage ist, ob die dann auch zufrieden genug sind, ne? Bankhaus plus 2 bräuchten wir eigentlich nicht. Clubhaus, Zufriedenheit plus 5. Grammophone können wir besorgen, ist ja kein Problem. Schmuck eventuell. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir für Items reinpacken, weil zufriedener die sind, umso besser ist das natürlich. Maximale Einwohnerzahl plus 30. Wir arbeiten aber. Oh, wollen wir den Strom mit einplanen? Es rechnet sich mehr. Sollen wir wirklich alles mit allem versorgen? Na gut, komm. Wir probieren's. Das heißt, wenn wir den Strom hier einplanen müssen, müssen wir die Küste wieder mit einplanen. Wenn wir die mit einplanen, müssen wir gucken, dass wir das Netzwerk jetzt hier ordentlich legen. Wir brauchen also Strom. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier das Maximale der Maximalen rausbekommen. Jetzt werden wir natürlich nicht alle Häuser reinpassen, das ist unmöglich. Wir werden jetzt mal schauen, wie weit wir hier mit dem Strom kommen. Ich weiß noch nicht. Fangen wir erstmal oben an. Ist ja alles nur Planung heute. Bis hier würde das also gehen. Gut. Wie würde das hier im Zwischenraum aussehen? Das würde glatt gehen. Schon mal nicht schlecht an sich. Das heißt, wenn wir jetzt hier glatt nehmen, bleibt eine Linie frei. Das ist Schleiße. Gut. Drehen wir die ganze Sache um. Wir müssen nur eine Linie finden, die wir jetzt einfach runterziehen können. Das sieht schon mal gut aus. Die Frage ist jetzt so. Hier müssen ja auch noch Häuser hin, ne? Das muss alles, ne? Wir nutzen jetzt hier den maximalen Platz. Ne? Alles, was wir hier irgendwie mit Häusern zukriegen, ja, Klappe halten. Ist ja nervig hier. Alles, was wir hier an Häusern kriegen, müssen wir bauen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ich muss sagen, das finde ich jetzt persönlich hier ziemlich krank, das so zu bauen, aber gut. Ich wollte jetzt einfach nur mal auch sagen, hey, ich krieg das auch hin. Ich kann auch hier die größte Stadt bauen, wenn ich will. Aber ich finde, das ist einfach nur, wenn man halt schon eine große Insel gebaut hat, wenn man es bis zu den Investoren geschafft hat,
dann kann man immer mehr machen. Das ist einfach nur eine proportionale Geschichte, ne? Man muss immer mehr, man baut immer mehr Häuser, muss immer mehr nachproduzieren. Ist persönlich für mich jetzt nicht unbedingt, ne? So schwierig. So, und selbst hier auf dieser Ecke könnte ich noch ein Rathaus planen. Die Frage ist nur, wo setze ich es hin und wie kriege ich es rangesetzt? Wird schwierig, hier nochmal ein Rathaus hinzusetzen. Aber jedes Rathaus bringt mehr Einwohner. Und dadurch ist es einfach unwiderruflich besser. Könnten wir es auch noch hier hinsetzen? Ne, haben wir gerade so eine ganz knappe Überlappung, ne? Das ist schade. Na gut, das muss man nochmal genau optimieren. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie kriegen wir das jetzt? So, wir versuchen mal alles mit einzuplanen. Das soll diese Ecke werden. Gut, das können wir nicht ändern. Ich muss aber alle paar Häuser ein bisschen Platz lassen, damit hier die Wege durchgehen. Wir brauchen Steine. Haben wir mal kurz Steine? Da ist hier noch einer mit Steinen. Steine, Steine, Steine. Hey, Sie, kommen Sie mal hier. Und kommen auch hierher. Kommt mal alle her, wenn ihr schon mal da seid. Das Wasser schäumt, Admiral. Du, hol mal All gelegentlich schon mal diese neue Steine. alten Länder existieren wirklich. Weil wir brauchen die Steinstraßen, um das gut abtimen zu können. Ne? Das ist jetzt wichtig. So, bei der Grundlinie hat jeder aufgepasst, ne? Das ist die äußerste Linie, wo eben kein Haus mehr stehen kann, ne? Damit ihr einfach den Anfang habt. Wenn ihr hier den Anfang habt und hier hochzieht, kriegt ihr das exakt nachgebaut. Das ist kein Problem, das ist alles darauf ausgelegt. Ich warte mal ganz kurz, bis mein Steinfrachter da ist. Mal kurz. Natürlich, ich habe wieder kein Glas mehr dabei. Du hast Glas. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Wir brauchen den Grasfrachter hier. Zack. Kisten unter Deck. Zack, du fährst auch schon mal in die alte Welt. Reicht. Mehr Steine brauchen wir eh nicht. So. Wenn wir den jetzt darüber gezogen kriegen, dann wäre das super. Aber müssen wir gucken, ne? Weil das ist die Maximalverbindung, wo jedes Haus quasi drinne stehen müsste. Wenn wir das jetzt hier abreißen, quasi genau die Mitte nutzen, haben wir nur rechts und links, das können wir nicht machen. Gut. Dann machen wir es halt so. Der hat 5, der hat 6. Das ist an sich nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Maximallinie stimmt. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist Können wir da doch einen Sack brauchen wir nicht. So. Jetzt brauchen wir hier quasi die Linie nur noch runterziehen, so dass wir hier noch in der eine Mittellinie haben. So. Hier liegen wir dann wieder glatt auf mit der Kante. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder gucken, ob das hier genauso wird. Ja, es wird genauso. Machen wir jetzt 5 in der Mitte. Behalten wir die 5er in der Mitte oder ist das eigentlich ist es egal? Gehen wir hier 5 nach unten. Erstmal ist es egal, aber das könnte später Auswirkungen haben. Das sieht man immer erst, wenn es fertig ist. So, die Linie ist erstmal gut.
Weil wenn ich es jetzt schaffe, so halbwegs die Hälfte hier fertig zu bauen, dann kann es wieder nachmachen. Wenn er unbedingt will. Ne? So, das Bankhaus. Das wird jetzt eine Kunst. Das wird jetzt hier eine Kunst. Also, da kommen wir. Eigentlich sind die hier nur Bonus, die hier oben, die Häuser, weil wir die hier nicht ordentlich mit einplanen können. So, die Frage ist jetzt, Rechteckformat oder nicht? Hier haben wir einen kleinen... Ja, hier kannst du haben. Ruhe. So, die Linie geht erstmal bis hier runter. Das gleiche müssen wir dann hier quasi nochmal machen. Hat eine Siedlung errichtet. So, 5, 6. Hier oben haben wir auch mit 6 angefangen. Das heißt, wir müssen hier unten auch mit 6 abschließen, rein theoretisch. Können wir aber nicht, weil da eine Kante ist. So, hier genau dasselbe Problem. Das ist schön, da kann man sich wunderbar mit selber kontrollieren, ob alles stimmt. So, hier nehmen wir wieder 6 nach innen und 5 nach außen. Planen wir das alles schön gleichmäßig. Mit viel Präzision und ganz viel Zeit. Ne, so alle 5, 6 Häuser muss man halt mal eine Straße runterziehen, sonst läuft's nicht. So, hier könnte man eventuell das noch in etwas anders planen. Ah, das gefällt mir nicht. Dann würde das Haus da alleine stehen. Das wäre schlecht. Wie viele würden hier noch hinpassen? Das ist gut. Bauen ist und bleibt eine Kunst. Hier müssen wir jetzt echt gucken, dass das nachher zum Ende alles hinkommt. Aber hier unten bleibt das erstmal alles auf glatter Linie. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass diese Linie hier erstmal steht. Gut, das müssen wir eigentlich nicht weiter ausfüllen. Das kommt bis zum Ende eigentlich. Müsste das hinkommen. Obwohl, hier verschiebt sich wieder um 1 mm. Ist ja klar. Gut. Warte mal, machen wir das so. Perfekt. Ist wie Tetris. Das ist schlecht. Aber das macht nichts. Ja, passt. Oh, nice. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so bleibt, aber fürs Erste haben wir die Hälfte fertig. Also hier von der Seite. Hälfte ist gut, ne? So. Straße, 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 Straße. Da müssen wir gucken, ob das überhaupt noch so bleibt, weil die Straße ist keine Pflicht. Da können wir noch gucken, ob wir das hier nochmal verschieben. Weil die drei Straßen bauen wir dazwischen, sonst haben wir wieder zu wenig Platz, weil Krankenhäuser, Feuerwehren und so muss alles auch noch mit eingeplant werden. Da müssen wir dann, wie gesagt, gucken, wo wir die jetzt hinsetzen, weil das wird jetzt echt tricky. So, wir gucken erstmal die maximale Ausdehnung. Die maximale Ausdehnung, wenn das von der Linie her passen würde, wäre das natürlich super. So. Strom ist so eine Sache, die irgendwo hier stehen müsste. Wir müssen die irgendwo hinsetzen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Na, wo es Sinn macht. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken.
Oben die maximale Ausdehnung zur Seite. Wir wollen nichts verschwenden. Wenn wir schon Strom machen, dann richtig. Ja, das ist tricky. Ne, zur Not werden dann nochmal die Häuser verschoben. Das ist jetzt erstmal die Planung. Ne? Wir können auch den Ölhafen hier unten hinbauen. Das ist erstmal egal. Natürlich wäre es strategisch sinnvoll, den hier oben zu bauen. Ne? Schwierig. Wir müssen es gleichmäßig erstmal bauen. Wie viel Platz haben wir jetzt hier? Wie gesagt, wir können es auch ohne Strom planen. So, das wäre erstmal die Linie. Die in der Mitte ist relativ einfach. Gut, uns fehlt natürlich wieder der Stein. Das ist natürlich toll. Frachtschiff steht bereit. Zack, Holz haben wir auch genug. Auf die Station. Die stehen hier nur zur Deko. Du hast noch Steine. Gespeichert. Mal hin hier, fahr mal rüber. Fahr mal hier in die alte Welt und hol mal neue Steine. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Falls wir noch Steine brauchen, ich bin mir noch nicht sicher. Also hier kommen sie ran, wir brauchen Steine. Was brauchen wir nicht? Gut. Passt das hier? Hier würde jetzt einer wieder freistehen, weil sich es oben wieder verschiebt. Durchs Rathaus. Das ist alles so schön runtergeplant, bis ins letzte Detail. So. Machen wir es mal, weil jetzt planen wir nämlich gleich die Zugstrecke mit ein. Wir müssen nämlich erstmal die effizienteste Mitte finden. Das ist nämlich immer eine Kunst. So, mein Freund, zeig mir mal an, lassen Sie hochleben. Wo du am besten stehst. Außen können wir nicht mehr machen. Das ist gut. Das wäre hier, wäre die effizienteste Station an sich. Von der Warte aus. Ja. Die Kunst ist jetzt aber wieder mal, die Dinger müssen versetzt stehen. Da wir ja versuchen, auch so wenig wie möglich zu bauen, haben wir ja das Problem, dass wir eben halt, ne, wenn ich das Ding jetzt direkt daneben setze, nehmen wir jetzt mal an hier, hätten wir hier hinten, ne, einen nicht verbrauchten Strom quasi. Das heißt, wenn wir das schon bauen, muss das jetzt alles klappen. So. Nehmen wir mal an, wir nehmen ihn als Ausgangspunkt. Der passt da oben eh nicht. Es sei denn, wir bauen es so. So viele wie möglich. Perfekt, dann können wir die auch noch nutzen da oben. Dann wäre es sogar strategisch sinnvoller, ihn sogar noch drei nach unten zu setzen. Oder?
Aber ich glaube, das wäre effizienter. Muss erstmal gucken. Ist das so hart, das jetzt genauso zu planen? So, die Linie geht erstmal geradeaus runter da. Da beißt die Maus keinen Penis ab, das muss erstmal so. Peng, erstmal die Linie gezogen. Nein, ist halt schwierig, weil es jetzt versetzt ist, ne? Aber es ist ja immer nur ein bisschen versetzt. So, auch er müsste jetzt einversetzt werden. Jetzt fehlt natürlich da wieder die Steine. Ach, das ist zum Kotzen. Hat keine Steine da. Wir haben alles da, nur keine Steine. Gut, Knut, fahr so rüber. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Hier sind mal Steine mit. Steine anschmeißen. Die Feierlichkeiten sind beendet. Steine anschmeißen, Steine anschmeißen. Steine anschmeißen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So. Ihr seid alle voll beladen. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Komm, mein Guter. Alle warten auf dich. Komm, du bist im Fernsehen. Wäre wichtig. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Fahre Krieg er. Ausgebrochen. Hier, hole die Steine. Hole die Steine. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Hier war noch Holz genug. Brauchen wir nicht ausstellen. Das ist eh alles Provision. Ich muss das halt gut abschätzen können und das geht nur, wenn genug Steine da sind. Das war jetzt klar. Darf ich jetzt extra eine Hafenanlage bauen? Ja, wollen wir. Peng, peng. Ich muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Ab in die alte Welt. Zack. 52 Steine, so weiter geht's. Wir haben jetzt hier die Linie. Bis hier ungefähr geht der Strom. Das heißt, ungefähr hier ist das nächste. Der steht innen, der könnte außen stehen. Lustig wird nachher die Verbindung zu schaffen. Wenn wir das auf einer Seite hinbekommen, kriegen wir das auf der anderen Seite automatisch auch. Und ist klar, ne? Da wir ja alles in einem Muster angebaut haben, ne? Oder aufgebaut haben, ist das alles kein Ding, ne? Das wird dann maximal spiegelverkehrt, wenn es mal so sein könnte. Also das heißt, wir setzen jetzt darauf, dass wir jetzt hier ne, wir müssen den maximalen Ausbau kriegen. So, aber hier wäre es am effizientesten, weil hier unten sonst die Ecke noch drin ist. Na, wir müssen das hier alles nutzen. Außenlinie ist immer scheiße am Rand. Vor allen Dingen, wenn man es effizient bauen will. Da muss man immer eine Linie freilassen. Allerdings wird das Haus jetzt nicht mit Strom versorgt. Eieiei, wie kriegen wir das denn hier ordentlich hingeregelt? Haben wir da nicht irgendwas, was wir da machen können? Wir könnten den verschieben, aber das bringt es nicht wirklich. Weil wir hier die Linie bräuchten. Dann nehmen wir jetzt mal an, wir bauen das so. Hätten wir den frei, könnten wir den so bauen und würden die Häuser alle so bekommen. Dann müssen wir eben halt hier nochmal ein Zentrum aufbauen, damit wir diese Ecke hier außen noch bedienen können. Mit schönen Gefälligkeiten.
So. Jetzt gibt's die Möglichkeit, die Stromlinie hier unten lang zu pflastern. Und dann hier über die Brücken sozusagen noch eine dritte Linie anzufangen. Wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Damit würde sich jetzt die Mitte hier verändern. Aber das wäre optimal. Nehmen wir an, wir machen das. Also, hier kommen überall Häuser hin. Das ist schon mal da, 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 da. Da geht nichts drum rum. Das heißt, wir kommen bis hierhin schon mal ganz locker mit Häusern. Zack. Sehr gut. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hier müsste die Zuglinie lang. Dann würden wir hier quasi eine Linie freilassen mit. So, komm, wir machen's mal. Wir machen das mal. Ohne Planung ziehen wir jetzt hier einfach mal nach Schnauze. Hier jetzt mal diese Zuglinie. Das heißt, hier würde eine Reihe hinkommen. Würde natürlich jetzt einer frei bleiben, ist aber erstmal nicht so schlimm. Können wir nicht ändern. So haben wir dieses Maximale erstmal rausgeholt, was wir können an dem, an den Sachen. So, das heißt, wir brauchen hier. Den Hafen, warte mal, den bauen wir jetzt schon mal hin, damit wir das hier mal ein bisschen sortiert bekommen. Verdammt, falsche Richtung, Ölhafen. So, ungefähr hierhin. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Steht jetzt vielleicht neben dem Rathaus, da sagt man, ja, ist vielleicht nicht so effizient, aber wie gesagt, ne, das vorliegende Muster müssen wir erstmal beibehalten. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ne, das geht manchmal einfach nicht anders. Wenn es einer besser hinkriegt, kann er gerne sich hinstellen und sagen, er kann es besser. So, das heißt, wir müssen hier die Mitte jetzt wieder begradigen. Bis exakt hier. Warte mal. Wenn ich ihn ordentlich einplane, nehmen wir an, wir machen es so. Dann kriegen wir es nämlich gut eingeplant. Zack, dann ist er nämlich wieder auf der Höhe. Da kann ich hoffentlich drüber ziehen. Dann brauchen wir jetzt hier. So, den können wir nicht bewegen. Das ist eine Variable, die wir nicht rausnehmen können. So. Geht halt nicht anders. Alles, was wir machen können, ist eine doppelte Variante, definitiv. Somit. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Da könnten wir eine Feuerwehr hinsetzen, das ist schon mal gut. Eine Lösung für alles. Eine Feuerwehr. Hier ziehen wir natürlich glatt, das ist dämlich. Und wir können ja gar nicht so ziehen, weil wir hier die Zuglinie haben. Das ist ja Quark. Aber wir können auf jeden Fall so machen. Hier auch. Das heißt, wir kriegen jetzt hier wieder eine gerade Linie hin. Das ist doch gut. Haben wir hier, dann haben wir hier noch ein 4er Quadrat frei. So. Hier muss jetzt irgendwo das ganze System hin. Der Druck im Kessel. Schön, wir haben schon mal Steine da. So, hier kommt das hin. Dann mal, ich muss das mal kurz hier die. Machen wir das. Ach ja, hier haben wir das mit 5er gemacht. Achso, hier fehlen jetzt wieder welche. Das ist schon mal schlecht. Dann müssen wir das wieder so Pi mal Daumen planen. Machen wir das 6, müssen den einen runterschieben, weil es geht nicht anders.
Das ist jetzt echt kompliziert. Das ist, wenn das jetzt einer versucht nachzubauen, hat er echt ein Problem. Das ordentlich nachzuvollziehen. Und ich muss mich hier extrem konzentrieren, damit das am Ende dann das Ergebnis auch stimmt. Na, das muss nachher am Ende alles passen. Na, das wäre eine glatte Linie. Das wäre jetzt erstmal nicht so gut. Das können wir hier nach außen verschieben. Das ist kein Problem. Schieben wir den nachher ein Stück nach außen. Wenn der nachher hier rüber geht, ist das auch gut. So. Wir müssen jetzt erstmal die obere Linie hier planen. So. Ich muss mich jetzt nämlich erstmal bis zur Mitte vorbauen. Damit wir jetzt ungefähr das Bankhaus reinbekommen. Das Bankhaus steht immer noch nicht da, wo es stehen soll. Weil wir sind noch nicht weit genug in der Mitte drin. Wir könnten aber allerdings dieses Bankhaus noch weiter in die Mitte stellen und würden oben jetzt langsam rankriegen und hier unten langsam auch. Aber das liegt auch hauptsächlich darum, dass wir hier noch nicht die Linien gezogen haben. Und auch hier müssen wir kontrollieren, ob das alles hinkommt. So, Bankhaus würde also eine ganze Menge ausreizen hier. So, Linie bis erstmal bis hier runter, damit die erstmal rauskommt aus der Stadt. Frage ist, was wir hier mit dieser Ecke machen. Ob wir da eine Feuerwehr reinsetzen? Eine Notlösung für alles. Wäre eigentlich nicht blöd. Würde relativ zentral stehen und würde einen ziemlich großen Umkreis erstmal mit abdecken. Das Ganze könnten wir hier auch machen, weil wir brauchen Feuerwehren, wir brauchen Krankenhäuser. Das sind alles Sachen. Ne? Die Feuerwehr ist mit so das ineffizienteste vom Bauen her, weil das ja kein Sechserfeld ist, sondern nur ein Fünfer. Ist aber kein Problem. Krankenhaus können wir überall hinbauen, weil es genau vier Häuser breit ist. Ja, also 4x4. Jeder weiß, was ich meine. Ne? Also es passt hier genau, kann ich überall eintauschen und machen. Bankhaus ist ein bisschen komplexer, weil es auch ein großes Gebäude ist. Und die Dinger natürlich auch. Hier. Hier, Clubhaus. Alles andere ist austauschbar. Das brauchen wir später nicht mehr. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen. Der Umkreis ist ein bisschen kleiner. Das heißt, es wäre rein effizienter gesehen, das Ding auf 2-2 aufzuteilen. Wow. Das ist echt, echt kompliziert. So, hier passt es immer noch. Das ist gut, weil wir hier keine Zuglinie mit drin haben. Von der Größe her, vom Strom her ist das alles okay. Na? Gut. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit kommen wir jetzt hier rüber? Da ist die Zweierlinie außen. Das heißt, hier haben wir noch keine Zweierlinie außen. Die müssen wir jetzt auch schon mal einplanen. Es muss am Ende alles hinkommen. Ein Feder und die ganze Sache ist für den Arsch. Das nützt dir die geilste Planung, wenn wir einen kleinen Feder drin haben. Mit solchen Kapriolen. Klappe! Arbeit ist auch nicht so deins. Ja. Wir tauschen. Oh, das klappt ja hier perfekt. Ich liebe es, wenn es genau vom Fluss aufhört. Das ist super. Na, allerdings so eine kleinen Ecken mag ich hier gar nicht. Das würde genau noch hinpassen. Brauchen wir erstmal nicht. Das ist mir nicht so wichtig. So. Zwei. Bei dem Einser. Rein theoretisch. Müsste dann das nächste Kraftwerk hin. Dann würden wir hier ungefähr eine Lücke haben und hätten hier die Mitte. Hier die Mitte. Das heißt, wenn wir hier das Bankhaus hinsetzen, hätten wir hier ungefähr die Mitte von allem. Gut. Ein Bankhaus muss dann reichen. Das ist einfach so. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie weit das Ding jetzt nach außen reicht. Ordentlich. Ist okay. Können wir mitarbeiten.
Weil ich will jetzt hier nicht fünf Bankhäuser. Wie gesagt, das ist, bringt 8 Einwohner. Das ist zwar erstmal eine Menge, aber durch die ganzen Items, die wir hier kriegen, glaube ich nicht, dass das effizienter wäre, zwei Teile dann zu bauen. Das müsste man jetzt echt mal ausrechnen. Auf die Menge gerechnet, glaube ich, macht das keinen Unterschied, wenn wir jetzt hier das Rathaus bzw. statt ein Rathaus hier noch ein Bankhaus hinsetzen. So. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass wir hier nicht mehr geradlinig runterlaufen. Na, wir müssen das jetzt alles wieder auf eine Linie kriegen. Das ist unser Problem. Hier. So, alles kein Problem. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so rumweine. Zack, Thema erledigt. Es gibt keinen Weg zurück. Ach so, oh, verdammt, einer zu viel. Bitte, 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 bitte. Aber wir müssen einen mehr machen. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldorat. Hier oben brauchen wir erstmal keinen Strom, das lohnt sich nicht. Nun ja. Gut. Das muss dann so runter. Ne? Weil wir den Platz dann so brauchen. Weil der mit dem hier verbunden sein muss. Die Mitte können wir hier nicht ändern. Jetzt überlege ich, ob ich hier auch eine Feuerwehr reinsetze. Machen wir es erstmal ohne Feuerwehr, ohne Feuerwehr. Ohne Feuerwehr. Ja, wir müssen hier in der Mitte das freilassen, sonst läuft das nicht. Sonst wird das doch nichts. Zwar läuft das hier zwar genau glatt, aber das ist Quark, wenn wir jetzt hier das nicht glatt haben. Ja, da bleibt uns wieder einer übrig. Schade. Drei Häuser hier, drei Häuser da. Dann ist das jetzt wunderbar. Schalala. Also die Die Frage ist jetzt Menschen natürlich, ob lassen das jetzt sie so clever ist hochkommen. und effektiv. Weil eine Linie brauchen wir, das ist klar. Lassen wir es erstmal so. Sonst kommen wir hier heute nicht mehr voran. So. Die Ecke haben wir jetzt wieder eingeeicht. Halt. So ist es richtig. So. Jetzt wird's lustig. Ach nee, wir müssen es ja oben machen. Oh, Trottel. Oben. Das ist effektiver. Das macht mehr Sinn, wenn wir das alles auf eine Linie. Man könnte dann rein theoretisch hier noch eine Zuglinie durchlegen, die uns aber erstmal nichts bringt. Aber da wir jetzt hier das Ganze nicht anders hinbekommen, war das doch richtig gedacht. Müssen wir so machen. Geht nicht anders. Ne? Sonst bauen wir hier ein Muster auf, was nicht mehr nachzuvollziehen ist und keiner mehr mit klarkommt. Na, dann haben wir jetzt zwar hier eine Doppellinie drin, können wir aber nichts machen. Wichtig ist, dass diese Linie jetzt wieder glatt ist. Die Linie erstmal auch. Hier könnte jetzt eine Feuerwehr rein. Wir lassen es erstmal so stehen. Immer schön in der Planung bleiben. So. Hier ist die Mitte. Genauso bleiben, Pfiffi. Hier, das heißt. Ne? 1, 2, 3, 4, das heißt, er ist die Mitte. Rein theoretisch. Hier muss irgendwo das Bankhaus hin. Das ist unser größtes Problem. Weil der durch die Zuglinie das hier verschiebt.
Ja, aber wir müssen diese Linie beibehalten. So, jetzt müssen wir erstmal darüber kommen. Wir brauchen jetzt hier den Anschluss. Da ist jetzt die Frage, so oder so. So, so oder so. Wir müssen das jetzt hier rübergezogen bekommen. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir da nämlich um ein versetzt sitzen dann. Jetzt wird's kompliziert, Freunde. Jetzt. Wir suchen hier gerade so viele Häuser wie möglich reinzukriegen. Genau, der bleibt dann übrig. Das heißt, wenn ich den mit dem hier wieder anschließe und den so baue, dass ich den so habe und den so, müsste ich rein theoretisch wieder auf 0 kommen, wenn ich das jetzt so mache. Allerdings können wir das hier noch, planen wir es doch nochmal komplett. Da ist es kein Problem. Wenn wir jetzt das hier als Quader haben, können wir das komplett rüberziehen. Und schon sind wir hier wieder auf 0. Also was soll das? Wir müssen nur in der Linie bleiben hier oben. Nur in der Linie bleiben. Trilili, nur schön in der Linie bleiben. Nun, es ist genau umgekehrt. Oben ist das erstmal egal. Hey Sie, fahren Sie schon mal nach Hause, wir brauchen gleich neue Steine. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Nun, statt zu verhandeln, kann man sich auch. Ja, geh mir nicht auf den Sack hier. Ja, dann schieß alles ab, ist mega. Ja, ach, das ist furchtbar. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, du stehst hier und wartest. Das müsste erstmal reichen mit den Steinen. So. Ja, ist ja gut, ich hab's kapiert, dass sie mich jetzt nicht mehr mögen. So, diese Linie. Wenn wir es jetzt hier noch schaffen, das so hinzubekommen, dann haben wir hier die Mitte. Hier muss jetzt das Häuschen rein. Weil den können wir zur Not überall mit einplanen. Ist genauso groß wie das Krankenhaus, also so groß wie vier Häuserchen. Den können wir also überall eintauschen. Das können wir mit dem Bankhaus nicht. Wir können jetzt hier nicht einfach irgendwo ein Bankhaus reinsetzen, ne? Ich glaube, nur hier würde das gerade irgendwie so passen. Ach, selbst das würde hier genau reinpassen. Ich kriege einen zu viel. Das wäre ja schon nice. Zur Not können wir alles austauschen, so ist es nicht. Wir wären dann soweit. Das Wichtigste ist nur die Zuglinie, dass die Zuglinie hier reinkommt. Das ist der einzige, die Probleme macht. Wir müssen jetzt bis hier rüberkommen. Es bis hier rüber schaffen. Und zwar genau genommen müsste das laut Linie spiegelverkehrt. So laufen. Das heißt, hier müsste das Ding hinkommen. Wenn wir das jetzt hier rüberziehen, müssten wir die Mitte nahezu bis auf hier ein paar Punkte alles mit Strom versorgt kriegen. Das heißt, hier muss die nächste Zuglinie runter. Das wird noch ein ganz schönes Gebauer hier. Verschieben kann man es im Nachhinein immer noch ein bisschen, aber wichtig ist, dass wir hier eine gerade Strecke mal zwischendurch haben, weil das ist eben halt wichtig auch für den Verkehr und so weiter. Wenn nachher irgendwo was abfackelt, brauchen wir immer eine Linie. Ne? Macht sich auch gut, wenn eben dann dieser Hauptstraße eben halt na, die Kraftwerke angeschlossen sind. So, machen wir jetzt hier erstmal weiter. Das würde alles passen. Hier würde jetzt natürlich
eine Linie fehlen. Was machen wir denn da? Kriegen wir das irgendwie geregelt? Offensichtlich schon. Wenn wir es jetzt einfach mal so machen, feiner Schnauze. Hier. Wenn du sie nicht brauchst, geh mir doch nicht auf den Sack. Warum musst du so? Geh mir doch nicht auf den Keks. Also, nehmen wir jetzt mal an, wir bauen das so. Das wäre ja an sich Quark. Aber wenn wir das so machen, dass wir das so einplanen, so dass wir hier den Sechser reinbekommen, hätten wir hier rein theoretisch etwas geschafft, was funktioniert. Es ist einfach die Angehensweise, wie man da rangeht an die ganze Sache. Ja, ist ja gut. Auch jetzt geht der mir die Stunde auf den Keks hier, nur weil ich mit ihm keinen Frieden habe. Waffenstillstand. Ja, mach. Lassen Sie uns den Ei. Danke. Ich habe Frau und Kind. So, haben wir jetzt wenigstens nochmal eine Stunde Ruhe, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Mann. So, hier ist wieder die Zuglinie. Habe ich das jetzt alles richtig geplant? Wenn ich mich jetzt hier um einen Millimeter verzählt habe, darf ich von vorne anfangen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Das ist nahezu perfekt. Um einen Millimeter! Ah! Oh, das muss man erstmal hinkriegen. Ein Millimeter. So, jetzt ganz cool bleiben. Die Ecke stimmt. Der gestimmt auch. Wir müssen dann hier nur noch. Ne, so. Ihr also. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir müssen das jetzt hier eigentlich nur noch spiegelverkehrt anfangen. Eigentlich nur noch spiegelverkehrt. Das ist viel schwieriger, als es aussieht. So, rein theoretisch. Müsste da jetzt ein Quader hin. Richtig? Das Problem ist eher hier in der Mitte. Das wird nicht funktionieren. Die Frage ist, wie nah kommen wir ran und wie sicher ist das? Naja, damit kann ich leben. Weil er steht genau in der Mitte. Ne? Passt. Ist alles richtig. Alles gut. Wir ziehen jetzt hier einfach eine Straße rüber und sagen, wir sind toll. So. Das ist nahezu perfekt. So, mit O. Jetzt haben wir immer noch kein Bankhaus eingeplant. Da habe ich einfach vor, hier eine Lücke reinzureißen. So. Da sind wir mit der Linie glatt gezogen. Hier müssen wir jetzt die Schiene noch einplanen. Das heißt, der 3 nach innen, der muss hier, der muss so. Wir pausen jetzt einfach von der anderen Seite ab und hoffen, dass es hinkommt. Muss ja rein theoretisch. Da müssen da drüben ein paar Häuserchen frei bleiben. Scheiße, um 1 verzählt. So ein Ärgernis aber auch, richtig? Ja. Da. Am coolsten wäre es einfach nur, wenn ich Entwickler von diesem Spiel wäre, dann würde ich den ganzen Scheiß hier nämlich gleich auf Investoren ausrüsten und würde sagen, bam, fertig, ich bin der Beste. So. Ja, Moment mal. Irgendwas haut hier nicht hin. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Ich weiß noch nicht was. Hier sind 6 frei. Und da nur 4. Wieso sind hier... Da sind 5, da sind... Warum sind da 6 frei? Ah. Er müsste einen tiefer stehen, so wie es aussieht, oder? Nein.
Finde den Fehler. Der ist außen, der ist außen. Der müsste innen stehen. Hier sind 6. Hier sind 4. Wie dämlich. Der liegt Kante auf Kante mit dem. Ah! Das Kraftwerk muss einen höher. Ich sag ja, ein fucking kleiner Fehler, den man hier macht. Nur ein. Schon ist die ganze Scheiße hier nichts mehr wert. So. Perfekt, wir haben's. Alles ist gut. Wir liegen im Zeitplan. Na gut, das nicht, aber wir geben uns Mühe und darum geht's ja. Irgendwie glaube ich, dass sie nicht auf einer Linie stehen. Doch. Entschuldigung, ich vertan. Wahrscheinlich wegen der Binkwinkel und wegen der Höhe, ja. Alles ist gut. Jetzt verschiebt sich hier nämlich wieder alles. Das ist nämlich das Problem. Jetzt haben wir hier nämlich wieder die Linie. Weil da funktioniert's. Wir könnten natürlich auch dieses Problemchen hier nochmal anders angehen. Und gucken, ob wir das hier wieder, wenn wir das schaffen, jetzt auf eine Linie zu bringen. Dann ist alles gut. Das hier muss auf dieser Linie aufliegen. Wenn das jetzt da ist, brauchen wir nur noch rüberziehen. Bis hier. Die Frage ist, kriegen wir das hin? Ja, also. Wenn wir den bewegen könnten, sicher. Ach, es ist heute ein schöner Tag. Das Leben ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. So, wie läuft das hier eigentlich zwischen euch ab? Kriegen wir das hier hin? Rein theoretisch ist das schon mal scheiße. Gut, fangen wir doch mal von vorne an. So, der Dreier hier zwischen. Wir machen jetzt eine schöne Dreierreihe. Na, kriegen wir das auch bis hier runter? Oh, das ist ja genial. Ich freue mich immer, wenn es funktioniert. So. So, das Ganze jetzt noch hier auf dieser Seite. Hey, Platz für eine Feuerwehr. Lass uns erstmal so stehen. Das ist erstmal gut. Die Frage ist, wie wir das jetzt hier oben klären. Mit dieser Bauweise bin ich hier noch nicht ganz einverstanden. Also wenn wir das so bauen und so bauen, dann wäre das zwar ganz nett. Aber man könnte hier ein Krankenhaus reinsetzen. Lassen wir diese Ecke mal frei. Jetzt müssen wir sie nur noch spiegelverkehrt auf der anderen Seite hinbekommen. Wenn ich das jetzt hier richtig geplant habe. Müsste das aber irgendwo weiter unten stehen. Entschuldigung. Weil hier kommt jetzt das Teil hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss es spiegelverkehrt bauen, sonst läuft's nicht. Sonst klappt das alles nicht. Sonst kriege ich das hier nicht hin. Sieht schon lustig aus mit diesen ganzen Rathäusern hier und alles ist aufs Rathaus ausgelegt, ne? Ne? Diese Rathaustaktik. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendjemand gebaut hat. Ich habe nämlich noch niemanden gesehen, der sich so idiotisch anstellt wie ich.
Komm, wir machen mal die Rathausvariante. Bauen wir alles auf Rathäusern aus. Klar, warum nicht? Wenn man Langeweile hat und kein Leben, dann kann man das auch gerne mal machen. So. Der ist höher. Das heißt, der kommt eigentlich hier hin. Aber der steht jetzt da. Oh Gott, spiegelverkehrt. Ich darf keinen Fehler machen. Ist das zum Kotzen? Wie wär's mit einem Kaffee? Ruhe. Muss mich konzentrieren. Die Straße glatt legen. Oder wir bauen es hier unten einfach anders. Interessiert doch eh keine Sau. Wer guckt denn schon danach? Außerdem müssen wir es hier unten eh verändern. Wen interessiert's? Dann haben wir das hier, das müssen wir eh anders einplanen. Damit ist es eh schon wieder eine flexible Bauweise, die wir hier anfangen müssen. Ne? Weil hier, hier ist ja der Rand. Den Rand wollen wir ja nutzen. Ne? Wir müssen ja hier so viele Häuser wie möglich reinbekommen. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Das sehe ich jetzt schon, dass das scheiße ist. Das ist richtig dumm gelaufen. Gott, oh Gott. Kriegen wir das denn jetzt ordentlich geregelt? Also, bis hier runter kommen wir erstmal schon mal ganz prima. Die Kunst ist jetzt aber... Ne. Müssen wir die Quervariante machen. Sonst läuft's nicht. Sonst kriegen wir das nicht hin. Machen wir Würfelchen, schneiden wir alles in Scheiben. Scheibenkleister. Ob wir jetzt gut sind? Nein, sind wir nicht. Hier kann eine Feuerwehr hin. Ja, hier kann eine Feuerwehr hin. Rein theoretisch. Müssen wir Kuckucks machen. Irgendwann. Später. So. Wichtig ist, dass das jetzt hier alles bis hier wenigstens noch bis zur Linie runterkommt. Das ist doch schon mal schön. So gefällt mir das doch schon. Und das andere kommt später. Wollen wir den noch ein Stück weiter nach oben schieben? Ach so. Wir haben jetzt gerade keinen Anschluss. Weil der ist beim Rathaus mit dran. Ne? Das ist meiner hier unten nicht. Na? Wenn ich jetzt also den hier bis da ran schiebe. Aktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ne? Oh, das Rathaus steht aber anders. Außerdem... Ne, ist das jetzt spiegelverkehrt? Ich hoffe. Wir machen einfach Augen zu. Wir machen es wie im Weltkrieg, Junge. Wie im Zweiten Weltkrieg machen wir das. Na? Wir machen den Sichelschnittplan und sagen, wird schon gut gehen. Wird schon klappen. Was soll schon schief gehen? So, und jetzt knallen wir jetzt hier einfach die Quadrate einfach nebeneinander und sagen, das passt. Verschieben können wir es immer noch. So, wenn wir jetzt hier oben noch ankommen, das wäre genial. Und hier, es passt. Es passt, es muss passen. Ja! Es passt. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch auf der anderen Seite runterziehen. Kann ja nicht so schwer sein. Wir können jetzt eigentlich nichts mehr verkehrt machen. Ja doch, eigentlich eine Menge, aber wir tun einfach so, als wenn wir alles richtig gemacht haben. So, rein theoretisch müssten wir jetzt hier, machen wir den, komm, den machen wir dann. Ach so, ja, Spiegelverkehr, Entschuldigung. Genau. Der Wille zählt. Ne? Diese Linie muss jetzt hier einfach nur runter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einfach runter.
Haben wir eigentlich schon wieder Steine da? Das ist gut. Nur gezeigt den Fall, man weiß ja nicht. So, und jetzt mit ganz viel Liebe. Sechs Häuserchen, sechs Häuserchen, sechs Häuserchen, sechs Häuserchen, drei Häuserchen, sechs Häuserchen, sechs, sechs. Die Zahlen muss keiner verstehen. Kriegen wir das noch ein bisschen gestopft? Schieben wir das hier noch ein bisschen zusammen? Komm schon. Jetzt wäre es parallel. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir das nicht noch irgendwie so ein bisschen sexuell fahren lassen können. Dass das hier alles ein bisschen geiler ist als vorher. Na, dann ist es zwar nicht mehr parallel hier mit der Seite, aber das ist ja egal. Es geht ja hier um das Maximum der maximalen Maxisität. Das ist zwar kein Wort, aber es passt. Perfekt. Lassen wir so. Das. Ja, das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Hier soll der lang. Dann kommt, doch, da oben war zwei Platz. Entschuldigung. Alles klar, dann steht das jetzt so. Gut, haben wir die Reihe hier mehr genutzt, weil dafür leben wir nur zwei Häuser, kriegen aber dafür sechs dazu. So. Ganz cool bleiben, wir kriegen das hin. Schöne Muster bleiben. Schöne Muster bleiben. Wir müssen jetzt gucken. Ja, wir bleiben im Muster. Schnauze. Ja, ganz genau. Gehen wir nicht auf den Keks. So, jetzt nur noch runterziehen. Nur noch runterziehen, dann hätten wir den größten Teil der Insel schon mal mit Häusern belegt. So. Jetzt könnten wir mit der ganzen Sache ein Problem kriegen. Wenn wir jetzt die hier nicht parallel mit dieser Seite bauen, kriegen wir das Problem, dass wir jetzt hier wieder eine Fünferreihe kriegen. Ah, das ist, glaube ich, für die Leute, die das nachbauen werden, zu komplex, oder? Ich mach's trotzdem. Ich tue es trotzdem. Bist du Mama oder Memme? Weil wir dadurch einfach eine Reihe mehr Häuser reinbekommen. Dadurch verschiebt sich, ne? Wir könnten es parallel bauen, aber, ne? Wie gesagt, effizient ist momentan nicht darauf ausgelegt, dass alles parallel ist. Sondern dass alles nebeneinander passt. Und zwar perfekto. Wir könnten das jetzt hier auch querlegen. Machen wir aber nicht. Machen wir nicht, wir sind ja nicht dämlich. So. Zack. So. Wir müssen jetzt nur noch bis runterkommen. Der Rest ist jetzt eigentlich quasi nur noch ausfüllen. Wenn wir alles richtig machen. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Warte mal, wir müssen hier unten gucken, dass wir hier... Welch seltene Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher sehen? Nein! Geh mir nicht auf den Keks. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Wir müssen jetzt gucken. Kann man da ein Haus hinbauen? Ja. Hier können wir nicht runter, sehr gut. Wir müssen den maximalen Platz ausnutzen. Müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das dann bauen. Diesen unteren Teil. Weil hier muss noch irgendwo eine Schiene lang. Da weiß ich noch nicht wie. Wird die dann anders legen, muss ich dann noch sehen.
Leck mich. Das würde ich jetzt reklamieren. Gut, kriegen wir nicht anders. Machen wir es so. Bis hier runterziehen. Sehr gut. Jetzt kommt es nur darauf an, ob das jetzt glatt läuft. Komm schon. Nein, 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 nein. Shit. Na gut, dann halt nicht. Mahatma Gandhi, Mahatma nicht, Mann. Kommt das wenigstens hin? Ach, ist das nice. Hm, ist das wieder geil. Spielstand gespeichert. Ich liebe es, wenn die Planung hinkommt. Habe ich das schon mal erwähnt? Geht mir so ganz leicht einer ab. Ich komme mir ganz toll vor. Schnauze. Ruhe jetzt. Ist ja furchtbar. Stimmt nicht, dieses auf den Sack gehe. Wow, Alter. Ist das jetzt so gut? Hier haben wir jetzt eine schöne gerade Reihe runtergezogen. Das ist an sich schon gar nicht blöd. Das können wir hier eigentlich auch nochmal machen. Aber da sind dann... Schade, ist ja... Gut, wenn wir das hier schon so geplant haben, müssen wir es erstmal schon mal bis hier runterziehen. Gut. Gut, zumindest kommt das jetzt alles hin, so wie ich mir das dachte. So, jetzt müssen wir nur noch ihn einen tiefer legen. Dann ihn hier rumschlagen. Und der Rest ist mal nach Zahlen. So. Also kommt alles hin. Perfekt. Das heißt, wenn wir jetzt hier Strom haben, da Strom haben, bleibt hier in der Mitte exakt so ein Karo übrig. Ne? Sieht man. Hier bleibt dann so ein Karo in der Mitte übrig. Das ist aber nicht schlimm, weil wir können nicht alles reinkriegen. Das heißt, wenn wir jetzt hier... Wir haben jetzt hier also die Mitte gefunden. Braucht das Bankhaus eigentlich Strom? Junge, brauchst du eigentlich Strom? Braucht er Strom? Wo war noch gleich der? Probieren wir es aus. Wie sehr haben Sie... Nein, brauchst keinen Strom. Ach, ist das geil. Vorsichtig, immer. Kein Strom. Zur Not können wir es immer noch umsetzen, nicht wahr? Kein Strom. Kein Strom. Wo kommst du denn jetzt hin? Schön in die Mitte klatschen, das Ding. Ich bin's, Mario. Ich setze ihn hier groß rein. So, perfekt. Oder mehr darüber. Mehr darüber. Ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Gucken wir uns die Sache erstmal an. Eieiei. So, was sieht denn jetzt besser aus? Ich kann nicht weiter rauszoomen, verdammte Kacke. Na? Weiter mittig in die Stadt. Gut, alles klar. Nehmen wir die obere Linie. So. Ah, du klaust mir den Strom. Nee, dann brauchen wir das noch. Zack. 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 Die Feierlichkeiten sind beendet.
Lalalalalala. Das heißt, überall, wo kein Strom ist, nämlich ja, können wir dann alles tun und machen, was wir wollen. Kommt vielleicht noch ein Clubhaus rein. Aber so sieht das aus, wenn man das jetzt mal darauf anlegt, ne? Dass man nur auf Häuser aus ist. Ne? Der Rest ist austauschbar, ne? Ne? Ich kann hier überall in den Sechsern das austauschen und dann das Ganze anlegen. Wichtig ist, dass ihr das mit diesen Rathäusern aneinander kriegt, dass die schön die Fläche besetzen. Und natürlich ist das Schwierigste war jetzt die Stromlinie reinzubringen. So, ich habe jetzt hier 4 Kraftwerke erstmal drin. Ich kann das noch weiterspielen. Da muss man dann mal gucken, wem das jetzt hier alles interessiert. Aber so muss man das anfangen, wenn man jetzt mal sagen will, ich will jetzt hier die größte Stadt aufbauen, die möglich ist, ne? Das Maximale rausholen. Na, das habe ich jetzt mal geplant und getan. Wie gesagt, besser kriegt man es nicht hin.